So, das wird also unsere Route sein, die wir heute fahren. Wir kommen hier aus dem Süden von Koh Lanta. Und dann geht's rauf in den Khao Sok Nationalpark. Wir haben noch etwa 200 Kilometer vor uns, 150, 200 Kilometer. Gut 3 Stunden Fahrzeit. Unser Fahrer ist sehr anständig, fährt vorsichtig. Wir werden also hoffentlich sicher ankommen. Nach 4 Stunden Fahrt angekommen. Ganz beschaulicher Ort ist das hier. Werden halt viele Touren angeboten in den Nationalpark Khao Sok. Wir haben jetzt auch schon eigentlich beide Tage verplant. Verraten natürlich noch nicht alles. Aber es wird ganz lustig, denke ich mal. Und jetzt gehen wir mal wieder was essen. Hallo aus dem Dschungel. Heute machen wir unsere 4-stündige Dschungel-Tracking-Tour mit unserem Guide. Wir haben schon Schlangen gesehen, kommen bestimmt noch ein paar Tiere dazu, denke ich mal. Hallo Mama! Ja, es geht super hier. Ich bin im Dschungel. Wir haben sogar Empfang. Okay. Das ist der Simon und das ist die Dschungelspinne mit 2 Hörnern an den Seiten. Ist okay, Dschungelprüfung bestanden. Unserer Wanderung angekommen, haben wir hier ein paar schöne Pflanzen. Medizin, sagte man. Medizin, sagt man uns. Man kann es wohl auch ganz gut rauchen und man kann es wohl auch in Amsterdam kaufen. Ja. Keine Ahnung, was es ist. Wir nennen es einfach nur Weed. Also Weizen, denke ich mal. Das war doch mal eine coole Dschungeltour. Gleich geht es dann sogar noch aufs Kanu. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von was aus an. So, auf geht die wilde Fahrt auf dem Kanu durch Khao Sok.
Ich hoffe, wir haben immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Denn da vorne sieht es schon recht trocken aus. Ich muss weg. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir steuern gerade direkt auf eins zu. Da hinten könnt ihr es sehen. Eines der ganz ursprünglichen und nicht ganz ungefährlichen Kawasaki-Krokodile. Ich glaube, sie haben gerade schon zwei kleine Kinder gefangen. Werden sie jetzt gleich fressen. Hallo! Hallo! So, unsere Boote sind bereit zum Einsteigen. Mit denen schippern wir jetzt gleich eine Stunde über den See. Weiter heute, zwar nach Khao Lak, es ist eine Stunde Fahrt von hier ans Meer wieder. Und jetzt verlassen wir hier kleinen Mauenheim. Der Klaus, dem das Hotel hier gehört, der kommt nämlich eigentlich aus Köln, Mauenheim. Hast du gesagt, glücklich sein im Mauenheim? Ja. Aber cool. Ja, was sagst du? Sagen wir den Bergen und der schönen Natur auf Wiedersehen. Willkommen in Khao Lak. Guten Abend, Khao Lak. Das ist ja schon deutlich touristischer als bisher. So fühlst du dir mehr italienische Restaurants als thailändische? Wir halten mal die Augen offen. Vielleicht gibt es ja trotzdem was Thailändisches hier irgendwo. Massage? Oder meinst du zu essen? Zu essen. Achso, zu essen.
wieder letzter Tag. Wie man vielleicht im Hintergrund sieht, menschenleere Strände. Ja. Trotz Touristen-Hotspot. Richtig lange vor allem. Ja, uns hat es gut gefallen. Mich hat zwischenzeitlich mal eine Biene in die Hand gestochen, aber das ist eigentlich nach zwei Tagen wieder abgeklungen. Da war unsere Wäsche in der Wäscherei noch verschwunden für zwei Tage. Die hat dann jemand anders mitgenommen. Aber ist heute Morgen auch zum Glück aufgetaucht. Weil heute Nacht geht es nämlich dann weiter. Wäre nicht so witzig gewesen. Dann heißt es schon Chip Thailand. Thank you.